Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Heute geht es um unseren super tollen neuen Osebot. Da ist er mal zu sehen und wir werden ihn heute das erste Mal programmieren. So richtig echt programmieren. Da schauen wir uns mal an, wie das alles so funktioniert. Mit dabei ist die Peggy. Hallo Peggy. Hallo Ben. Okay, also erstmal will ich noch mal ganz kurz über den Osebot sprechen. Was ist das für ein verrücktes Gerät? Das ist ein ganz kleiner Mini-Computer, ganz kleiner Mini-Roboter. Und der ist so interessant. Man kann auch so ein bisschen reingucken. Ich halte ihn noch mal ein bisschen an die Kamera. Man kann da ein bisschen durchgucken. Das Gehäuse ist transparent. Und da sehen wir, da drinnen ist irgendwie ganz viel verrückte Technik. Was genau, wird wahrscheinlich auch erstmal ein Geheimnis bleiben. Trotzdem. Wir können aber sehen, hier vorne zum Beispiel das, was hier so aussieht wie so Scheinwerfer oder könnten auch Augen sein, das sind Abstandssensoren. Damit kann er merken, dass etwas vor ihm ist. Achtung, jetzt drehe ich den mal um, das ist die Rückseite. Hier oben haben wir erstmal einen USB-Port und hier an der Seite haben wir nochmal solche, solche Abstandssensoren hier. Okay, was hat er noch? Hier vorne ist ein kleiner Lautsprecher verbaut, da hinter diesem Gitter quasi. Da kann er so witzige Pieptöne machen und kann sich auch freuen und solche Sachen. Und hier unten sehen wir die Räder und darüber verschiedene Sensoren nochmal. Ich kann den auch mal anschalten. Sekunde. So, dann leuchtet er hier so verrückt. Und mit den Lampen kann er seinen Untergrund beleuchten. Und was wir da drüber sehen, das sind Sensoren. Damit kann er seinen Untergrund sehen und zum Beispiel erkennen, ob da eine Farbe ist. Nee, die Farbsensoren sind tatsächlich hier unten. Da ist so ein einzelner kleiner Sensor. Damit kann er Farben erkennen. Und da drüber hat er so Hell- und Dunkelsensoren. Damit kann er erkennen, ob sich darunter eine schwarze Linie oder ein anderes Objekt befindet. Okay, super. Genau. Peggy, du kennst dich auch ein bisschen aus mit Osebots. Ja? Ich wollte bloß sagen, ich habe gestern mit Julia auch ganz tolle Sachen gemacht. Sie hat mir solche magnetischen kleinen Tafeln gezeigt, wo man ein bisschen Richtung E-Mobilität den Osebot einsetzen konnte. Das war auch sehr spannend. Ah, okay. Da habt ihr so ein bisschen, worum ging es dabei bei E-Mobilität? Also Julia hat gezeigt, dass der Osebot eine bestimmte Strecke fahren kann. Die hatte sie dann so zusammengepuzzelt. Mhm. Und dann gab es bestimmte Stellen, wo der sozusagen das Elektroauto sich entladen hat und dann zum Schluss aber auch wieder laden musste oder laden konnte. Ah, okay. Also so ein bisschen die Reichweite. Wie weit kann denn so ein Auto fahren und wie das mit dem Laden und Entladen genau funktioniert? Genau. Ja, so ein bisschen. Das mit dem Laden und Entladen, das erinnert mich immer so an Smartphones. Die funktioniert ja auch, da ist ja auch ein Akku drin. Und da kann man das Konzept schon mal ganz gut verstehen. Jeder wird es kennen, schätze ich mal. Ja, genau. Das war auch, da hatte sie von der Möglichkeit erzählt, dass Autos ja inzwischen schon einen bestimmten Parkplatz haben, wo sie direkt da geladen werden, wenn sie da drüber stehen. Das kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Ah, okay, das ist spannend. Ja. Mhm. Mensch, okay. Genau, heute, genau, also das ist zum Beispiel ein sehr tolles Projekt, das kann man mit den Osebots durchführen. Genau, ich habe auch gehört, es soll zwei unterschiedliche Osebots geben. Weißt du, was es für zwei Osebot-Arten gibt? Ja, den Osebot Bit und den Osebot Evo. Kannst du versuchen zu beschreiben, wo der Unterschied zwischen den beiden liegt? Witzigerweise habe ich wirklich mit beiden schon gearbeitet. Ja. Der Bit ist, sage ich mal, einfach ein bisschen rudimentärer von seinen ganzen, von seiner Ausstattung. Er hat also nicht so viele Sensoren wie der Evo. Er macht auch nicht so witzige Geräusche, sondern, also ich habe ihn zumindest ausschließlich bis jetzt eingesetzt, wenn wir mit den Stiften gearbeitet haben, weil die haben auch solche kleinen Kappen dabei, wo man so kleine Öhrchen aufsetzen kann. Haben wir zum Beispiel in der Kita schon verwendet. Mhm. Und mit den Evos kann man doch mit größeren, auch mit Jugendlichen gut zusammenarbeiten, weil man da auch richtig programmieren kann. Das, was du uns heute auch nochmal zeigen möchtest. Genau, genau. Du hast es schon genau richtig gesagt. Das ist auch genau der Grund, warum wir heute mit den Evos arbeiten möchten. Die sind ein ganz kleines bisschen größer. Das wird man jetzt schlecht im Vergleich sehen, weil ich habe gar kein Bit hier. Aber das sind die Evos. Die können erstmal genau das, was die Bits auch können.
Die können aber einfach noch ein bisschen mehr. Die haben mehr Sensoren, die haben mehr Töne, du hast es schon gesagt. Und die haben zum Beispiel eben auch noch Bluetooth mit dabei. Die kann man eben über die Oberfläche, die wir heute kennenlernen, programmieren. Und die kann man aber eben zusätzlich auch noch über ein Smartphone oder ein Tablet programmieren, solange es Bluetooth hat. Kann man darauf eine App installieren und dann kann man die Programme auch drahtlos da so drauf schicken. Okay, ich würde sagen, dann wollen wir doch einfach mal anfangen und mal gucken, was wir hier mit unseren spannenden kleinen Computern, Robotern so alles machen können. Ja, ich bin gespannt. Und genau, dann wollen wir uns die Oberfläche dazu anschauen. Ich schalte da mal hin. Ich zeige mal kurz die Webadresse dazu. Das hier mache ich mal weg. Und zwar heißt die Oberfläche osoblockly.com. So, ich werde einfach mal nur auf diese Seite gehen, damit ich auch mal zeige, wie man da überhaupt hinkommt. Wenn man das also eingibt, dann landet man erstmal auf dieser Willkommensseite hier. Und dann da, wo ich sitze, bei Get Started, klick. Sekunde, ich muss das so machen, offensichtlich. Get Started. Und dann landet man direkt in der Oberfläche und man möchte auch uns hier gleich zuerst einmal ein Tutorial empfehlen, was wir denn befolgen könnten. Ich werde das Tutorial die wichtigsten Punkte daraus ebenfalls besprechen, deshalb können wir das an der Stelle überspringen. Eine Sache möchte ich schon mal sagen, ich mache mal hier auch wieder in den Vollbildmodus. Wir haben hier eine englische Oberfläche. Das heißt, wir können hier zwar am Anfang mit Kindern schon mal losprogrammieren, auch wenn sie noch nicht lesen und schreiben können. Wenn es dann aber dann an die Programmierung mit Worten geht, dann werden wir englische Befehle benötigen. Das heißt, das könnte man ab einer Klassenstufe machen, wo es dann auch Englisch gibt. Piggy, ab wann wäre das dann möglich? Wann gibt es Englisch in der Schule ungefähr? Es ist ja immer mit Sachsen und Berlin immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ich kann da von Sachsen reden. Da gibt es ab der dritten Klasse Englisch. Hm. Also so dritte, vierte Klasse mit Unterstützung, denke ich, ist das schon machbar. Genau. Also Programmierung, würde ich sagen, ist am Anfang auch sowieso immer mit Unterstützung. Und ich finde es auch einen guten Einstieg, Englisch zu lernen, einfach indem man das schon mal so lernt. Also ich kenne viele noch die Älteren, die haben mit MTV Englisch gelernt. Ganz, ganz viele haben über diverseste Spiele oder Songtexte einfach Englisch gelernt. Und ich wollte gerade sagen, sprichst du jetzt von dir? Was? Nein. nein, aber einfach, dass Englisch einen Praxisbezug bekommt. Sonst ist es halt im Unterricht einfach nur Unterricht und dann hat Englisch im Alltag keine Relevanz. Und hier kann man eben lernen, dass Englisch tatsächlich eben auch ganz normal im Alltag eben auch eine Rolle spielen kann. Und eben hier in der Programmierung, die Worte sind sehr einfach, viele Symbole sind auch selbsterklärend, auch ohne, dass man die Worte verstehen kann. Aber das wollen wir uns gleich mal im Detail anschauen. So, und zwar, ich empfehle zu Anfang, auch wenn man sich schon mal so einen kleinen Osobot geholt hat, sich auch gleich einen Account zu machen. Das hat nämlich den Vorteil, dass man seine Programme behalten kann. Man kann die dann auf unterschiedlichen Rechnern öffnen und die werden dann automatisch hin und her synchronisiert und so geht einfach keine Arbeit verloren. Das würde dann hier oben passieren. Da kann man sich ein neues Konto anlegen. Hier sieht man auch schon mal meinen kreativen Namen. genau, und da speichert man sich dann also ein Programm. Man startet aber einfach auch sofort mit einem leeren neuen Programm. In dem Fall, ich habe jetzt hier mal einen weißen Hintergrund gewählt. Normalerweise wäre der so grau. Das ist aber an der Stelle egal. So, was sehen wir hier? Erstmal nur eine leere Fläche. So spannend ist das nicht. Hier oben links beginnend sehen wir unterschiedliche Lernstufen. Also wir werden uns auf der Lernstufe 1 heute hauptsächlich bewegen. Das heißt, das ist für Kinder gedacht, die noch nicht lesen und schreiben können. Und entsprechend sind die Symbole hier komplett ohne Worte aus. Es gibt hier nur einige Zahlen, die sind ja schon ein bisschen früher dran. Also alles ist beschrieben in der Form eines Bildes. Ich kann ja schon mal eine Vorschau geben auf Stufe 2. Ab hier würde es dann einen Text geben. Und genau, also hier oben können wir also die Lernstufe umstellen.
Hier können wir uns über diese Oberfläche dann verschiedene Befehle zusammenklicken. Und was da genau möglich ist, das schauen wir uns auch gleich noch an. Ich würde einfach mal ein einfaches Programm schreiben, nämlich dass er uns mal 5 Schritte vorausgehen soll, nach vorne fahren soll. Darf ich gleich noch was fragen, Ben? Bitte frage mich. Man sieht links oben unter OsoBlockly auch, da kann man, glaube ich, Bit und Ebo stehen 2 Begriffe. Das ist korrekt. Genau, genau. Stimmt, du hast natürlich vollkommen recht. Ist es sinnvoll, hier dann den OsoBot auszuwählen, den man auch benutzt. Ich hatte schon, oder wir hatten schon erwähnt, der Bit ist der etwas einfachere, auch ältere OsoBot. Und der Evo bringt ein paar Funktionen mehr mit. Den kann man eben zum Beispiel auch mit Bluetooth bespielen. Genau, aber beide kann man eben über diese Oberfläche hier programmieren. Okay. Genau, okay, guter Tipp, Dankeschön. So, also ja, nur mal zum Test. Ach, ich werde noch mal eine Drehung mit dazu machen, einfach um ganz sicher zu sein. So eine Rechtsdrehung hier. Jetzt lernen wir hier schon die ersten Befehle. Also wir sehen immer ein solcher Block hier. Die schnappen immer so mit einer magnetischen Bewegung aneinander, so wie Puzzleteile auch. Immer wenn die Puzzleteile zueinander passen, dann wird dieses Puzzleteil so ein bisschen farblich hervorgehoben, dass die aneinander passen und dann schnappen die so aneinander. Okay, das heißt, und ich programmiere immer von oben nach unten weg. Das heißt, also mein erster Befehl heißt, gehe 5 Schritte nach vorne und danach drehe ich einmal. So, dann geht es los. Wir wollen dieses Programm auf unseren OsoBot auch übertragen. Dazu gehen wir unten auf den Flashing Mode und dann bekommen wir hier immer noch mal eine kleine Hilfe, was denn jetzt der aktuelle Schritt ist, was wir denn jetzt tun sollen. Also auch wirklich ganz blutige Anfänger können hier schon mal ganz gut anfangen. Und ich mache das jetzt mal. Also wir wollen jetzt erstmal den OsoBot kalibrieren. Dazu können wir uns hier, das C steht für Calibrate oder kalibrieren. Und dann sagt er uns hier, okay, also halte den OsoBot gegen die weiße Fläche und klicke Laden. Ansonsten, falls ich nicht weiterkomme, könnte ich mir auch Hilfe hier besorgen. Wenn der OsoBot grün blinkt, ist alles gut. Wenn er rot blinkt, dann habe ich ein Problem und dann bräuchte ich vielleicht ein Troubleshoot, das heißt Problembehebung, müsste ich dann vielleicht ausführen. Auch da könnte ich mir Hilfe besorgen. Und um das Programm zu starten, muss ich also 2-mal auf diesen Startknopf klicken. Okay, dann fangen wir mal an mit der Kalibrierung und das funktioniert so. Vielleicht bekomme ich hier nochmal eine Hilfe. Ah, da ist die Hilfe. Genau, also Screen Brightness zu 100% setzen. Na gut. Machen wir das mal. Ich muss hier ganz kurz mal mein Vollbild. Okay, was ist die Screen Brightness? Die Bildschirmhelligkeit. Aha. So, hier kann ich ja mal machen. Jetzt sieht man dich zum Beispiel fast gar nicht mehr von oben. Jetzt setze ich das also einfach mal auf 100%. Einfach nur so hell wie möglich machen. Okay. Dann, nächster Schritt. Den OsoBot auf den Bildschirm setzen. Okay. Auf diesen runden Kreis. Ich kann ihn auch auf diesen Kreis setzen. Ich kann ihn theoretisch auch auf jede andere weiße Fläche setzen. Hauptsache, es ist weiß drunter. Und jetzt soll ich diesen Power-Knopf für 2 Sekunden gedrückt halten, bis oben die Lampe weiß blinkt. Okay, jetzt mache ich das mal. Ich drücke mal drauf. Jetzt ist die weiß. Jetzt habe ich losgelassen. Und dann macht er so ein bisschen Quatsch. Und am Ende blinkt er grün. Heißt, alles ist super gelaufen. Ich habe mich kalibriert. Perfekt. Gut. Das müsste ich einmal mit jedem OsoBot machen. Vielleicht sieht man das von oben. Ich habe einige davon. Ich mache das jetzt mal nicht mit allen, weil wir wollen erstmal anfangen hier zu programmieren. Also kalibrieren ist abgeschlossen. Gut. Dann sieht man hier schon unterschiedlichste Formen. Da könnte ich jetzt jedes Mal einen OsoBot draufsetzen. Immer wenn ich eine Fläche auch aktiviere, kann ich da theoretisch auch 2, 3 oder 4 OsoBots gleichzeitig programmieren, je nachdem, wie groß mein Bildschirm ist und wie viele ich auch gleichzeitig in der Hand halten kann. Ich würde sagen, das macht sich auch ganz gut, wenn du ein Tablet einfach hast, was du direkt hinlegen kannst. Genau, richtig. Tablets funktionieren allgemein gut. Wie gesagt, das ist eine Webseite. Das kann man also über jedes einfache Tablet auch aufrufen. Solange der Bildschirm groß genug ist, kann man damit arbeiten. Ein Smartphone funktioniert naturgemäß nicht so gut, da passt es einfach schlecht drauf. Ich kann ja mal mein Smartphone daneben halten. Würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Okay, so, also, um es nicht so spannend zu machen, lege ich mal hier den OsoBot drauf oder ich halte ihn fest, der würde sonst runterrutschen. Ich schalte ihn einfach nur an,
dann läuft da irgendwie ein Standardprogramm vorneweg. Das kann ich aber ignorieren. Ich halte ihn fest, damit er hier nicht wild durch die Gegend fährt. Und dann klicke ich einfach mal auf Load Evo. So, jetzt habe ich das irgendwie erst aktiviert. Achso, jetzt fragt er mich hier nämlich nochmal, habe ich die Kalibrierung schon vollständig? Ja, habe ich schon. Und dann kann ich hier Load machen. Und dann sieht man das von oben. Es fängt so farbig an zu flackern. Ich hoffe nicht, dass hier Leute dabei sind, die damit ein Problem haben. Der Osobot blinkt derweil grün, um damit zu signalisieren, ja, alles klar, hier kommen Befehle an, die ich verstehe. Sollte es irgendwann mal nicht funktionieren, dann würde er hier rot blinken und auch noch so eine Beschwerde geben. Also dann meckert er so ein bisschen. Okay, also du meinst, die Befehle, die du jetzt da in die Programmieroberfläche gezogen hast, die werden jetzt über dieses Licht an den Osobot gesendet? Genau, genau. Der Osobot hat hier unten, wir haben das vorhin schon mal gesagt, einen Farbsensor. Und über diesen, ich halte ihn mal so richtig nah an die Kamera, so dass die Kamera sogar noch scharf stellen kann, hoffentlich. So, da, wo mein Finger so hinzeigt, das kann man trotzdem schlecht sehen, ist ein kleiner Farbsensor und der kann tatsächlich nicht nur Bodensignale erkennen, also das heißt irgendwie farbige Punkte auf dem Papier, sondern eben auch die farbigen Lichtimpulse, die über den Bildschirm hier kommen und darüber kann man ihn programmieren. Das finde ich eine sehr coole Methode, um diesen kleinen Roboter zu programmieren, weil man ihm eben auch wirklich dabei zuschauen kann, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen hat man auch nicht mehr mit den Kabel reinstecken, rausstecken und ne? Also es ist ja wirklich richtig komfortabel. Es ist richtig, also ich finde es auch fantastisch. Also ganz ehrlich, ja, finde ich super. Müssen wir gar keine Werbung unbedingt machen. Ich finde es wirklich toll. Genau, also jetzt wollen wir auch mal ausprobieren, ob er das so macht, wie wir uns das vorstellen. Ich sehe hier unten immer nochmal als kleinen Tipp, der Osobot ist noch an, die grünen Lampen hier unten leuchten immer noch. Ich schalte ihn kurz aus, denn mein Programm starte ich nicht normalerweise über einen Klick. Das ist so ein bisschen das voreingestellte Programm, was drauf ist, sondern ich starte ihn jetzt über zweimal, also einen Doppelklick auf den Powerknopf. Der ist hier an der Seite, auf der linken Seite. Und dann schauen wir mal an, was er so macht. Ich schiebe meinen Laptop so ein bisschen weg und mal gucken. Er sollte jetzt also 5 Schritte nach vorne fahren, so ist der Plan, und dann drehen. Sehen wir das? Ja. Okay, der Laptop war im Weg, aber nochmal starten. Sekunde. Ja, ich würde sagen, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Der Osobot versteht also unsere Befehle und er kann entsprechend drehen und unsere Befehle ausführen. Jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, was können wir denn hier noch so spannende Sachen machen, außer einfach nur doof geradeaus fahren. Darf ich gleich noch eine Frage stellen, was bitte mir aufgefallen ist? Ja. Wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen schon mit unterschiedlichen Programmieroberflächen zu tun. Und hier sieht man, dass man jetzt so gar nicht so eine Schleife oder so um diese Befehle drum machen muss. Genau. Bei den anderen musste man ja immer bei Start oder Wiederhole. Der macht das automatisch, egal wo man die hinpackt, die Befehle? Genau, also das hier sind solche vorgefertigten Blöcke. Und hier geht es noch nicht so richtig ans Eingemachte. Also wir kennen hier an der Stelle zum Beispiel noch keine Schleifen, wir kennen noch keine Variablen, wir können noch keine Funktionen schreiben. Wir haben nur einen Zugriff auf eine begrenzte Auswahl von Befehlen. Das ist einfach angepasst auf die Zielgruppe, die einfach noch nicht lesen und schreiben kann und vielleicht einfach nur einen kleinen Einstieg haben möchte und erste spannende Sachen damit umsetzen möchte. Wir werden das auch gleich mal probieren. Und deshalb ist es hier noch nicht möglich. Ich kann ja mal eine kleine Vorschau geben auf zum Beispiel Stufe 5. Da haben wir nämlich alle Befehle und dann haben wir hier alle Möglichkeiten, die wir so haben. Zum Beispiel Loops haben wir dann. Und dann kann ich zum Beispiel Repeat 10 Times, wiederhole 10 Mal. Und dann kann ich das sogar hier miteinander kombinieren. Also mein alter Code ist deshalb nicht ungültig, nur weil ich meinen Anspruch wechsle. Ich kann trotzdem meine Befehle benutzen. Das ist ja witzig, man kann das kombinieren dann. Okay. Ja, genau, genau. Also wenn man sich irgendwie was super Tolles schon ausgedacht hat, aber halt zum Beispiel eine kleinere Stufe verwendet hat, kann man es eben trotzdem miteinander kombinieren. So, und es geht noch nicht mal verloren, wenn ich wieder zurückwechsle. Es bleibt einfach erhalten. Okay. Genau, das ist tatsächlich schon ziemlich witzig. So kann man sich immer vielleicht auch stückweise einem neuen Themengebiet nähern und sich damit vertraut machen. Jetzt zeige ich noch kurz, wie man das wieder löschen kann. Dafür gibt es immer mehrere Methoden. Eine Methode, die ich immer gerne benutze, ist einfach nach links irgendwo hinziehen. Dann kommt hier so ein Kreuz und dann würde das entsprechend gelöscht werden. Ich kann aber auch zum Beispiel draufklicken und auf die Entferntaste klicken oder auf die Rücklöschtaste. Das funktioniert immer gleich.
Da wird also dann immer gelöscht. Okay. So, wir schauen uns mal an. Peggy, ich habe richtig Lust, den mal ein bisschen tanzen zu lassen. Was hältst du davon? Sehr gern. Ja. Super, okay. Da dachte ich, vielleicht hier erstmal so eine Welle tanzen. Dann sagen wir mal, der soll hier so eine witzige Spirale drehen. So nach links soll er sich mal drehen. Du fandest doch auch den Moonwalk so lustig vorgestern. Kann er das auch? Haben wir den hier? Oh Gott. Mal gucken, ob der... Also er kann hier zumindest rückwärts laufen, aber ich glaube, an der Stelle kann er nicht rückwärts laufen. Der Pfeil zeigt immer nach vorne. Na gut, aber... Das können wir ihn vielleicht später mal beibringen. Würde er da rückwärts laufen? Guck mal, an die oberen, ja, da läuft er vorwärts und die drunter läuft er rückwärts. Genau, da läuft er rückwärts, aber er als Moonwalk hat er, glaube ich, auch so eine Wellenlinie rückwärts gemacht, also quasi das hier nur rückwärts. Aber das können wir ihm vielleicht später irgendwann mal beibringen, dass er das dann auch rückwärts machen kann, mit einer anderen Methode, nicht aus diesen vorgefertigten Blöcken hier. Und hier läuft er dann, fährt er einfach nur ein Stück rückwärts. Na gut, probieren wir später mal aus. Und jetzt mache ich es noch richtig verrückt. Jetzt soll er hier... Sirene oder Regenbogen? Regenbogen, sehr gerne. Regenbogen, alles klar. Dann machen wir noch den Regenbogen dazu. Gut. So, und dann am Ende soll er noch... Das ist Freude, das ist Trauer, das ist Lachen und das ist Verschrecken oder so. Freudentanz, ne? Der Freudentanz war doch das gut hier? Am Ende. Wollen wir das hier machen? Ja, ist das Freudentanz? Ja, ich würde schon denken. Okay, alles klar. Gut, dann so. Ja, ich bin so gespannt, was passieren wird. Also Flashing und dann draufhalten, einfach anschalten. Sobald hier irgendwas leuchtet oben, ist der bereit. Dann würde er durch die Gegend fahren und deshalb muss ich ihn auch festhalten. Load Aber jetzt Evo. Muss man ihn dann nicht nochmal kalibrieren. Man kann jetzt einfach direkt draufladen, ne? Wenn ich ihn einmal kalibriert habe, dann ist es in Ordnung. Das muss ich immer nur einmal machen, wenn ich einen neuen Bildschirm benutze, wenn ich irgendwie stark veränderte Lichtbedingungen habe. Normalerweise sitze ich im dunklen Büro ohne Tageslicht. Das ist natürlich Quatsch. Nein, aber einfach unter Studiobedingungen ist es hier eventuell anders, als das normalerweise der Fall ist. Es ist auf jeden Fall auch ein anderer Bildschirm, als ich ihn normalerweise verwende. Und deshalb, genau, am besten, um einfach Fehler vorher ausschließen zu können, am besten immer vorher kalibrieren und dann funktioniert das gut. Ich habe auch schon häufig erlebt, dass es auch einfach ohne Kalibrieren funktioniert. Okay. Wenn man es ganz, ganz ultra eilig hat, dann geht das auch ohne Kalibrieren. Wir sehen hier übrigens oben immer, finde ich auch sehr sinnvoll, eine geschätzte Anzeige. 46 Sekunden werden wir also benötigen, um dieses Programm immer zu überspielen. Umso mehr Code man schreibt, umso länger kann es dauern. Und wenn man irgendwann keine Kraft hat, um das 5 Minuten in der Hand halten zu können, muss man sich halt überlegen, dass man vielleicht einfach einen Bildschirm dann wirklich flach hinlegt und die OSOBOTs dann einfach drauf liegen lassen. Und dann gibt es da so unterschiedliche Tricks, dass man die nach Möglichkeit alle möglichst gleichzeitig anschaltet, ohne dass sie dann durch die Gegend fahren und dann auf Laden klickt. Aber vielleicht hat man auch erstmal nur einen OSOBOT zu Hause, dann hat man das Problem auch gar nicht so doll. Hast du das schon mal probiert, mehrere gleichzeitig zu laden? Ja, na klar. Wollen wir das mal machen? Komm, wir machen das jetzt mal. Wir haben heute die Möglichkeit, dann machen wir das auch. So, ich kalibriere mal die Kollegen hier durch. Nee, das war nicht lange genug. Ich mache mal immer gleich zwei gleichzeitig. So, es hat weiß geleuchtet. So, kalibriert. Noch ausschalten wieder, damit wir hier nicht durch die Gegend fahren. Und machen wir noch zwei. So. Super, hat auch funktioniert. Und dann muss ich jetzt mal den Laptop wirklich flach auf den Boden legen. Auf den Tisch natürlich. So. Okay, ich hoffe, man kann es noch erkennen, ohne dass es zu sehr spiegelt. Sonst ist es nur ganz kurz, nur damit wir die kurz programmieren. Danach mache ich den wieder schräg, sonst sehen wir nämlich unsere Deckenlampen hier, unsere Studiobeleuchtung. Der ist noch an. Okay. Gut, und jetzt ist exakt das Timing gefragt. Jetzt ist wirklich Reaktionsgeschwindigkeit gefragt. Also, okay. Schnell anschalten. Und yes. So, und da sehen wir, alle blinken grün, alle empfangen die Befehle korrekt. Manchmal ist einer dabei, der das dann nicht rechtzeitig mitbekommt. Den nimmt man sich dann einfach zur Seite und probiert es dann später einfach nochmal neu aus. Cool. So, und so.
46 Sekunden dauert es. So lange können wir uns über andere Themen unterhalten. Genau. So, also das ist eine Methode. Wenn ich einen sehr langen, breiten Bildschirm habe, dann funktioniert das besser. Oder ich kann dann kann ich noch mehr OSO-Bots draufladen. Ich kann auch die Website einfach ein bisschen kleiner machen, sodass alle Symbole ein bisschen kleiner werden. Solange die OSO-Bots ausreichend Fläche unten sehen, kann ich die auch alle gleichzeitig. Und was ist, wenn man jetzt Probleme beim Überspielen hätte? Man hat aber nicht so als zweite Möglichkeit, dass man da doch mit dem Kabel noch irgendwas machen kann. Das funktioniert ausschließlich über Licht, oder? Genau, die Evos haben den Vorteil, die kann man eben auch über Bluetooth bespielen. Also sobald man die einschaltet, sind die über Bluetooth auch sichtbar. Nicht für das normale Telefon, aber da kann man sich eine OsoBlockly-App installieren. Und dann kann man sich das Programm auch so, also kann man auch darüber programmieren. Das funktioniert ein ganz kleines bisschen anders. Das würde ich vielleicht später nochmal machen. Und dann kann man den auch damit bespielen. Man kann den nicht über USB bespielen. Über USB kann man einzig und allein den OsoBot laden. Das funktioniert. Okay. Sonst nicht. Der Vorteil, also dass man sollte den, empfehle ich mal, zumindest einmal über Bluetooth angeschlossen haben oder einmal alle paar Monate, weil so bekommt er nämlich auch seine Updates. Und manchmal funktionieren die einfach danach ein bisschen besser, die erkennen die Farben besser, die kann man leichter programmieren und da gibt es so ein paar Tricks, wie das halt ein bisschen besser geht. So, und jetzt haben wir so viel geredet und wir haben immer noch nicht unser Programm überspielt. Das würde ich jetzt einfach nur mal kurz machen, dass wir das, ausprobiert, dass wir das jetzt einfach mal machen. Ich klappe mal kurz den, ich mache das so. Ich mache hier ein bisschen Platz. Die ich nicht programmiert habe, mache ich zur Seite. Und dann lasse ich die einfach mal starten. So. Doppelklick immer. So, der hat nicht funktioniert. Okay, hier sehen wir es nochmal einzeln. Fährt er rückwärts, Regenbogen. Und da lacht er. Okay, super. Das war ja eine hämische Lache. Ja, fand ich auch ein bisschen dreckig, ja. Du hast recht. Ja. Glaubt man gar nicht bei so einem kleinen Roboter. Aber genau, also es hat funktioniert. Ich zeige nochmal ganz kurz. Also wir hatten hier oben unsere Wellenlinie. Dann hatten wir unsere Dreh eine Spirale. Dann soll er 5 Schritte zurückgehen. Also das waren kurze 5 Schritte, aber dann ist es so. Dann soll er Regenbogenfarben anzeigen. Das hat er hier vorne zum Beispiel über die LEDs gemacht. Hier vorne sind 5 LEDs verbaut. Hier oben ist nochmal eine. Und dann soll er so hämisch lachen. Ich kann es hier nochmal kurz zeigen, wie das aussieht. 5 Schritte vorwärts. Jetzt dreht er. Jetzt leuchtet er. Ah, er kann auch unterschiedliche lachen. Okay. Genau. Du hast ja jetzt 5 unterschiedliche Befehle benutzt. Gibt es auch eine Maximalanzahl an Befehlen, die man verwenden kann? Oder kann man das x-beliebig in die Länge ziehen? Also ich sag mal so, es ist mir noch nicht passiert, dass ich eine Maximallänge gefunden habe. Ich habe auch schon sehr langen Code geschrieben. Und das Einzige, was passiert, dass er dann einfach länger braucht, um das alles zu übertragen. Aber dass das wirklich zu viel wurde, ist mir noch nicht passiert. Ich kann mal einen kleinen Tipp an der Stelle geben, für die etwas Experten schon. Wenn es wirklich zu viel Code ist und dann irgendwann steht, so jetzt musst du 2 Minuten warten, dass es übertragen wird und es jedes Mal, wenn man den Code anpassen möchte, dann kann man das ein bisschen beschleunigen. Und zwar, das ist immer ein bisschen anders. So, wo war denn das? Vorhin war es noch da, ich schwöre. da gab es hier unten nämlich einen Einstellungsknopf. Und ich habe mich vorhin schon gewundert, mal ist er da, mal nicht. Woran das genau liegt, das. So, ich mache mal ein neues Programm. Blocks will deleted. No. Ich mache mal speichern und dann sagen wir hier mal, wie wollen wir es nennen? OSO Tag 1. So. Erster Tanz. OSOs. Erster Tanz. Okay. Gut. Save as. Okay. Genau. Und dann kann ich entweder auf dem Computer speichern oder das eben hier auf meinen Sachen speichern. Das ist in Ordnung. So. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, ne?
Unname-Programm. Nee. Save as. Achso, und dann muss ich hier, ach da. Osos erster Tanz. Save. Und eine freie Stelle. Jetzt, ich gucke mir noch mal ganz kurz an. Oso Program was saved, also es wurde gespeichert. Save as. Ich kann offensichtlich also 12 Programme mir abspeichern. In der Cloud, also unter meinem Account. Danach muss ich mir überlegen, was ich davon vielleicht nicht mehr brauche. Ihr zum Beispiel habt gestern das Programm hier benutzt und das ist ein bisschen umfangreicher gewesen. Okay, aber ich kann die dann auch einfach auf meinen Laptop speichern, dass ich mir da einen Ordner anlege. Ich kann es mir auch einfach runterladen, genau. Okay. Ich kann ja zum Beispiel mal sagen, was Open Program, und dann kann ich zum Beispiel hier sagen Klick und dann kann ich Open machen, nur mal um zu gucken, wie das dann aussieht. Das ist jetzt dieses Programm, was ihr gestern benutzt habt, und ihr seht, das ist ein bisschen umfangreicher. Und es würde jetzt sehr lange dauern, um das zu übertragen. Ui. Aber ich kann es mir auch da downloaden. Also, das kann ich auch mal machen. Invalid File Name, okay. Ach so, wegen dem Umlaut hier. Umlaut mag er immer nicht. Dann kann ich ja mal sagen AE. Okay, so. Und dann kann ich mir das dann runterladen. Open nochmal. Dann sage ich Save As und dann Download. Programm was saved. Gucken wir mal. Windows-Taste E. Downloads. Und da haben wir den OSO-Code. Hat funktioniert. Also wenn es ohne Umlaute und ohne SZ und so ist, dann sollte okay. Das einmal gut funktionieren. Okay, also es funktioniert. Man kann es auch einfach lokal machen. Da muss man nicht mal alles hochladen. Es geht zur Not auch ohne Account. Aber in dem Fall machen wir das einfach mal so. Aber es ist ja gerade gut, wenn man jetzt mit einer Arbeitsgruppe zusammen was macht, ne? Dass die das in ihren entsprechenden Ordnern dann auf dem PC speichern. Genau, damit man genau. Also man muss jetzt auch nicht für alles immer gleich einen Account anlegen. Also meine Empfehlung ist, wenn man selber einen OSO-Bot zu Hause hat, dann einen Account anlegen und dann kann man sich das da, dann hat man einfach ein bisschen mehr Komfort. Wenn man das jetzt aber zum Beispiel in einem Workshop benutzt oder immer wieder wechselnde Leute dann hat, dann ist es vielleicht auch ein bisschen kompliziert, das so zu machen. Genau, weil dann hat man halt dieses Passwortproblem immer. Dafür haben wir immer noch keine vernünftige Lösung erfunden. Okay, ich hatte mir überlegt, wir können ja hier einige dieser Befehle benutzen, um unseren OSO-Bot also zu steuern. Wir können hier irgendwie was mit Warten machen, wir können ihn lachen lassen. Und ich habe mir da überlegt, vielleicht können wir uns einfach eine Aufgabenstellung ausdenken, wo wir den OSO-Bot eine Aufgabe geben, wo er zum Beispiel ein Parcours machen soll. Okay. Und zwar kann ich ja zum Beispiel mal sagen, ganz einfach nur, ich sage, der OSO-Bot, ich baue jetzt hier ein paar Wände ein und der OSO-Bot soll jetzt einfach mal zum Beispiel, hier soll er losfahren. Oh, passt der da rein? Ja, passt rein. Und dann soll er zum Beispiel hier so rumfahren und dann will ich ihn mal hier so durchnavigieren und dann soll er ungefähr hier so rauskommen. Ob ich ihn da auf den Kreis landen kann, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber das will ich einfach mal ausprobieren. Die Idee ist schön, aber wenn man, weiß man denn ganz genau, wie viele Schritte das dann sind? Also welche Maßeinheit er benutzt? Das müssen wir tatsächlich ausprobieren. Das kann ich auch nicht sagen. Einfach ausprobieren. Okay. An der Stelle. Okay. So, erstmal nehme ich meinen ganzen Schnulli und sage, er soll in diese Richtung gucken hier. Und dann sage ich ihm mal zuerst, er soll mal nach rechts drehen. Und zwar eine halbe Runde. Halbe Runde, Moment, dann würde er sich einmal so drehen. Nee, ich will, dass er sich 90 Grad dreht. So hier. Okay. So, also 90 Grad drehen. Dann guckt er in diese Richtung. So, nach unten. Okay. Dann soll er irgendwie nach vorne fahren. Ich glaube, so ungefähr waren 5 Schritte. Von so nach so. Mache ich mal 5 Schritte rein. Wenn es nicht reicht, müssen wir es anpassen. Okay, dann soll er sich wieder nach links zurückdrehen. Und so, nach links drehen. Und dann soll er wieder 5 Schritte nach vorne fahren. Nee, 10 Schritte, sage ich mal. So,
Um jetzt nicht zu viel ins Blaue reinzuprogrammieren und vielleicht alles falsch zu machen, ist immer die Devise auch ausprobieren, ob das so funktioniert, wie man sich das überhaupt vorstellt. Manchmal ist das nämlich nicht so. Dazu übertragen wir mal das Programm schon mal auf den OSO und gucken mal, wie das so aussieht. Ich werde gleich mal die anderen Felder wieder ausschalten. So, zack. Okay. Okay, ja. Oh, da ist er ein bisschen weit gefahren. Aber vom Konzept her kommt er schon mal ziemlich nah ran, würde ich sagen. Statt 10 Schritte würde ich sagen 7 Schritte. Also, oder für die absoluten Cracks unter euch würde ich sagen 5+2. So. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn es nicht klappt, dann müssen wir diese Stelle halt nochmal anpassen. Danach soll er nochmal nach links drehen. Dann zeigt er so nach oben, da in die Richtung. Dann nach links drehen. Und dann sage ich, also hier, das waren 5 Schritte, dann würde ich sagen, das sind ja auch 5 Schritte. Pi mal Daumen. Wenn das nicht klappt, müssen wir es halt anpassen. Zup. Okay, dann ist er also hier hingefahren. Dann wollen wir, dass er sich wieder nach rechts dreht. So. Dann soll er wieder 7 Schritte nach vorne fahren. Ich mache mal 5 Schritte. Das reicht ja auch. Ich habe ja den großen. So, dann ist er 5 Schritte nach vorne gefahren. Ich setze auch den OSO-Bot immer dahin. Das kann ich auch in Gedanken machen, aber das hilft mir einfach auch ein bisschen zu programmieren, damit ich nicht irgendwie einen wichtigen Schritt vergesse. Kann natürlich trotzdem passieren. Aber damit er kann ja auch zwischendurch mal eine ganze Drehung machen und dann erst weiterfahren. Stimmt, du meinst, dass wir es ein bisschen spannender machen. Na gut. Ja. Na gut, dann machen wir das ein bisschen spannender. Okay, dann sagen wir einfach mal, an der Stelle soll er eine ganze Drehung machen. So, da, wenn er hier schon steht. Genau, wenn er da drin ist, in diesem Kästchen. Ja. Einmal komplett um sich selbst drehen und dann weiterfahren. Machen wir. Gut, so. Also zweimal so einen Halbkreis machen. Zwei halbe sind ein ganzer. Okay, dann dreht er sich so hoffentlich. So einmal um sich selbst. Und dann sagen wir, er soll nach vorne fahren und dann hat er sich auch einen Freudentanz verdient, würde ich sagen. So, Lachen und Lichteffekte. Was machen wir hier? Wollen wir mal hier diese das Dings ausprobieren? Wie heißt Feuerwehr? Das? Feuerwerk. Ach, siehst du. Mhm. Schwere Vokabeln hier heute. Okay, also das ist schon eine ganze ordentliche Linie hier, würde ich sagen. Mal gucken, wie lange wir brauchen, um den jetzt zu übertragen, den Code. Mal schauen. 1:14. Oh mein Gott. OMG. So, jetzt gucke ich doch noch mal, ob wir nicht das irgendwie ein bisschen abkürzen können. Irgendwie, wie kommen wir an diese Stelle hier? So, nein, nein. Ich finde es raus zum nächsten Mal. Ich verspreche es, wie man das macht. Weil, okay, wir müssen jetzt da wohl über oder übel durch. Müssen wir jetzt 1:14 warten. Nee, das war jetzt. Ich habe ihn zu spät angeschaltet. Cancel. So. Erst anschalten und dann auf Laden klicken. Wenn er grün blinkt, ist das immer das Zeichen für uns. Es läuft. Ja, und sonst? Gut. Ja, vielleicht können wir dann, ich habe schon gehört, dass du morgen mit Julia auch nochmal mit dem OSO-Bot programmierst. Genau, dann werden wir nochmal tiefer einsteigen, ein bisschen Lernstufe 2 kennenlernen und dann geht es schon ein bisschen, wird es ein bisschen spannender nochmal für die größeren Kinder. Genau, vielleicht können wir uns ja die letzten paar Minuten dann, wenn der OSO-Bot irgendwann fertig ist mit dem Programm, zumindest ein kleines Appetit-Headpin holen, indem wir uns mal die anderen Stufen schon mal kurz angucken und mal reinschauen. Na gut, dann machen wir das. Finde ich gut, ja. So, er ist jetzt demnächst fertig, also noch 10 Sekunden würde ich so tippen. Genau, dann schauen wir uns mal an, was es da so gibt. Und dann, ja. So. Und ready. Okay, tada, hat er gesagt. Gut, so, Stunde der Wahrheit, würde ich sagen. Falls es jetzt nicht optimal funktioniert, würde ich sagen, wir haben das Konzept ja verstanden an der Stelle. Dann starten wir ihn mal. Okay, er dreht.
fährt geradeaus. Das waren 7 Schritte. Ah, man hat auch den Unterschied gesehen. Das sind jetzt 5 Schritte. Oh nein! Okay, hier dreht er einmal komplett. Ah, okay, so sieht das Feuerwerk aus. Aber fast. Ja, aber fast. Ich würde sagen, hier statt 5 wären es auch vielleicht wieder 7 Schritte. Vielleicht könnte man sich sogar trauen, 10. Naja, das wäre vielleicht dann, wo der hier sein. Also, vom Konzept her schon ganz gut. Aber weil es so lange dauert, kurz übertragen, probieren wir es nicht noch ein zweites Mal aus. Genau, da ist der lange Code. Und dann schauen wir uns mal an, was noch so alles möglich ist. Also, wir sehen hier, also für Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können oder noch nicht lesen können, für die ist also Stufe 1 gedacht und Stufe 2 sind erst die Beginner. Und dann finden wir hier schon erste Befehle mit Worten drin und dann können wir auch ein bisschen mehr festlegen. Wir können zum Beispiel sagen, laufe vorwärts. Ich nehme mir mal so einen Block und klebe ihn mal unten dran. Was ich hier ganz schön finde, dass du nicht nur Worte, sondern auch Symbole in Kombination hast. Ne? Also wenn man es jetzt nicht ganz versteht, dann kann man sich zumindest das auch von dem Symbol noch gut herleiten. Ja, richtig. Übrigens, jetzt wo ich hier drin bin, in dieser Oberfläche, da haben wir die Zahnräder. Okay, also Zahnräder. Und dann kann man sagen, also Sprache. Ah, das, was du vorhin gesucht hast. Das, was ich vorhin die ganze Zeit gesucht habe. Und dann kann man hier bei Flashing sagen, Flashing Speed Fast. Dann geht's schneller. Genau, so schnell wie möglich versucht das zu übertragen. Dann sagen die auch schon, ja, das ist zwar super schnell, aber es könnte halt auch passieren. Ich bräuchte dafür einen schnellen Prozessor und einen schnellen Bildschirm. Wir können immer nicht sagen, ob das auch wirklich der Fall ist. Und ich habe auch erlebt, dass dann der OSO-Bot ab und zu halt mal was nicht versteht. Dann muss man das halt noch ein zweites Mal probieren. Wenn man mehrere OSO-Bots hat, dann stellt man mehrere drauf ab und zu. Versteht einer was nicht, dann blinkt er rot und beschwert sich. Dann muss man es halt später nochmal probieren. Aber man spart sich ganz erheblich Zeit. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ich nehme den Befehl hier nochmal ganz kurz raus. Was würde er hier jetzt sagen? 50 Sekunden. Also wir hätten jetzt hier 24 Sekunden gespart an der Stelle. Schon viel, ja. Das ist schon ordentlich, ja. Was Slow bringen soll? Achso, das ist die... falls irgendwie das konstant nicht funktioniert, dann kann man auch das mit Slow probieren und... Oh, 2 Minuten 27. Ja, das ist dann doch ein bisschen viel, würde ich sagen. Das ist doppelt so lang wie das Normal Speed. Okay, super. Also das ist... jetzt gucke ich nochmal, wann sehen wir diese Einstellung? Wenn ich hier drauf klicke, dann ist es immer noch da. Wenn ich das wegmache, ist es immer noch da. Wenn ich auf Beginner klicke... Ah, bei Beginner ist es nicht zu sehen. Schaut's mal. Nur bei Beginner. Da, deshalb ist es nicht da. Okay, alles klar. Rätsel gelöst. Gut, also sagen wir hier nochmal auf Nummer 2. Blende ich mir wieder die Seitenleiste mehr ein, damit ich mehr sehe. Und dann klicke ich hier auf Movement und dann sage ich jetzt also mal Forward. Und also Move Forward. Ich kann auch rückwärts sagen, also vorwärts oder rückwärts. Ich kann sagen, 1 bis 10 Schritte kann ich hier eingeben. Ich muss hier nichts eingeben, das ist das Schöne, sondern ich kann hier quasi aus diesem Dropdown-Menü, aus diesem Ausklappmenü, kann ich mir also raussuchen, wie weit er das machen muss. Ich brauche immer noch keine Tastatur an der Stelle. Auch sehr praktisch, wie schnell er sich bewegen soll. Und dann haben wir ja schon alle Parameter, die uns eigentlich so interessieren. Dann kann er sich ein ganz kleines bisschen nach links bewegen, also drehen, nach links drehen. Ein bisschen nach rechts, U-Turn, das heißt, er dreht sich einmal komplett um nach links oder einmal komplett um nach rechts. So, ich glaube, dieses Left steht für 90 Grad und das Slide Left vielleicht für 45 Grad. So, um das mal zu übersetzen. Okay. Okay, so, dann bei diesen Effekten, da sehen wir, das sieht noch sehr ähnlich aus, aber die Blöcke sind kleiner geworden. Statt also nur dem Bild zu haben, ist unser Bild kleiner geworden und wir haben daneben noch die Beschreibung, was es ist. Also Rainbow, Regenbogen zum Beispiel oder Traffic Lights, Ampellichter. Hilft auch gut zum Vokabeln lernen dann, ne? Ja, ja, stimmt.
Ah, das hier zum Beispiel soll Disco sein. Jetzt erkenne ich das. Ich dachte immer, das wäre ein angebissener Keks. Aber nein. Nein. Ich mache das mal kurz in groß für die anderen. Hier, das hier. Oder das sieht so ein bisschen wie aus wie der Todesstern bei Star Wars, ja, wie der gerade explodiert. Aber nein, das ist eine Disco-Kugel. Okay. Gut. Obwohl ich mich gerade frage, wie bei dir ein angebissener Keks, was der für Lichter am Anfang sieht. Ja, stimmt. Ein glitzernder angebissener Keks mit Schokostreuseln drauf. Na gut. Gut, also Disco ist eine Disco-Kugel, verstehe. So, Christmas Tree, also Weihnachtsbaum oder Feuerwerk. Gut, dann, was haben wir bei Timing? Da haben wir also zum Beispiel, warte eine Sekunde oder bis zu 10 Sekunden. Und dann, oh, hier haben wir schon die ersten Schleifen. Also wiederhole für immer oder wiederhole nur zweimal etwas. Wollen wir uns schon mal, ach komm, wir. Heute sind wir mal mutig und wir fangen schon mal an, nun mal unseren allerersten Befehl hier zusammenzubauen. Wir haben übrigens auch noch eine Frage, Ben. Oh ja, bitte. Die Frage war, ob es mit den höheren Stufen, die du ja gerade oben schon gezeigt hast, ob es da auch immer mehr Befehle gibt oder ob die einfach nur anders aussehen. Genau. Oder anders beschrieben sind, weil wir haben ja jetzt gesehen, die Befehle sind fast die gleichen. Die werden nur anders beschrieben. Ist es dann auch, je höher die Stufe wird, dass dann auch viel, viel mehr dazukommt? Gut, gute Frage, schauen wir uns an. Wir bleiben mal bei Loops. Also Loops gibt es bei Stufe 1 überhaupt nicht. Bei Stufe 2 fangen wir langsam an damit. Da haben wir zwei Befehle. Bei 3 haben wir erstmal hier noch viel mehr Auswahl bekommen. Und dann haben wir hier schon drei Befehle. Und so weiter. Also wir sehen, ups, hier wird es gleich so kompliziert. Oh Gott, was bedeutet das nun wieder? Und dann, das hier ist offensichtlich dann der höchste Level an Loops. Falls ich etwas brauche, was in Stufe 5 ist, kann ich das natürlich auch mit Stufe 4 Loops verbinden. Falls ich, ach nee, ich war vorhin bei Logic drin, sorry. Loops und nochmal Loops. Die sind gleich. Okay, alles klar. Advanced und Master, also fortgeschritten und meisterlich. Okay, also die sind gleich, aber ich bekomme eben auch noch neue Blöcke mit dazu. Und manche bekommen halt mehr Optionen, manche eben auch eben nicht. Okay, zum Beispiel, ich kann ja mal bei Movement gucken, wie sich das entwickelt. Das haben wir ja konstant. Das sind erst so eine einfache Blöcke, dann einfache Blöcke mit Worten daneben. Dann bekomme ich, wo ist hier der Unterschied? Mehr Optionen. Ah, hier kann er bis zu einer bestimmten Stelle fahren, bis er eine Linie findet und dann soll er der Linie folgen. Dann können wir es auch noch komplizierter machen. Oh Gott, das sieht schon sehr kompliziert aus. Und dann auch noch solche Sachen hier. Also, wir sehen schon, das wird dann halt immer komplizierter. Wir bekommen auch dann solche Sachen wie Liniennavigation mit dazu. Ui. Und ja, und irgendwie kann er hier nochmal auf den Knopfdruck reagieren irgendwie und kann auch ein Programm auch mal abbrechen, falls es nicht benötigt wird. Genau, also da sind ganz verrückte Sachen möglich. Solche Themen, würde ich sagen, schauen wir uns dann im nächsten Video nochmal genauer an. Vielleicht können wir auch uns mal ein bisschen damit beschäftigen. Ihr habt ja gestern dieses das E-Mobilitätskonzept besprochen und wie man sowas, solche spannenden Sachen programmieren kann in der Verbindung mit einer Linie. Wie kann man den Osobot dann nach vorne und steuern und ihn dann bestimmte Befehle ausführen lassen. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener auch. Ja. Aber was ich finde, was man hier sehr gut sieht, dass der Osobot wirklich ein langer Wegbegleiter auch sein kann. Ne? Das ist nicht so, ich habe jetzt mal was ausprobiert, es ist langweilig, tue es in die Ecke, sondern es ist ja wirklich, der wächst ja mit einem mit. Richtig, richtig. Eine kleine Bemerkung, und zwar, ich hatte gesagt, der kann über die App auch programmiert werden und gesteuert werden. Also da gibt es auch so eine Art Fernbedienungsmodus. Also ich kann ihn auch wie so ein ferngesteuertes Auto durch die Gegend steuern. Also so mit Knöpfen sage ich, okay, fahr nach vorne, biege nach links, ab rechts und so weiter. Kann ich eben auch machen. Und das ist vielleicht nochmal eine Stufe niedrigschwelliger als die Stufe 1. Hat dann aber auch nichts mehr mit Programmieren zu tun, sondern ist einfach nur ein ferngesteuertes Auto. Ja. Aber eben das ist auch möglich damit. Das finde ich auch sehr, sehr witzig. Also die Möglichkeiten für so einen kleinen Roboter sind tatsächlich schon echt enorm. Also auch nochmal ein Hinweis zur Akkuleistung. So ein Osobot, wenn er einmal geladen ist, der hält wirklich sehr lange. Also je nachdem, also Programmieren zum Beispiel verbraucht immer sehr viel Akku, weil da muss er halt volle Aufmerksamkeit haben und auf diese schnellen Blinklichter unten achten.
Wenn man ihn da aber einfach nur durch die Gegend fahren lässt und irgendwelche Befehle ausführen lässt, dann hält der Akku wirklich lange. Also 2 Stunden ist wirklich das absolute Minimum, eher länger. Genau. Okay, also kann man gut so einen mehrstündigen Workshop genau. damit also, genau. durchhalten. Richtig, also wir benutzen dann gerne so ein Kombilader, da kann man dann 10 Osobots auf einmal anschließen und dann sind die auch schnell wieder so weit aufgeladen, dass man damit wieder sinnvoll was machen kann. Genau. Okay. Gut, okay. Ich würde sagen, das ist doch erstmal ein guter Einstieg für heute gewesen und wir haben viel über den Osobot schon mal wieder neu kennengelernt und neue Möglichkeiten erkundet. Und erste Programmierschritte damit gemacht, unternommen. Und dann würde ich sagen, dann reicht es auch erstmal für heute. Und dann haben wir noch was für den zweiten Teil, für die zweite Programmierung. Gut. Vielen Dank, Peggy, nochmal. Ja, sehr gern. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und auch vielen Dank an den Peter, der das alles von hinten hier managt und die ganzen Videos macht. Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.